Was verschafft uns die Ehre? Ich bin auf der Suche nach Clarissa. Nicht, was Sie meinen. Ich war bei meinem Anwalt wegen der Scheidung. Aber weder er noch ich haben irgendetwas von ihr gehört. Ich liebe ihn immer noch. Du willst ihn doch noch für dich. Das Problem ist nur, dass Gabriella inzwischen sowas wie eine Freundin für mich geworden ist. Dieser Idiot! Von wem redest du? Was hast du da in der Hand? Ich hab dich was gefragt. Was hast du in der Hand? Also doch. Du glaubst doch nicht... Du willst mir doch nicht erzählen, dass das eine Kopfschmerztablette ist. Nein, das ist Ecstasy, aber... Seit wann nimmst du das Zeug? Mama, ich nehme das Zeug überhaupt nicht und ich habe auch nicht vor, es zu nehmen. Die Pille gehört Christian. Ich dachte, er nimmt keine Drogen mehr. Ja, das habe ich auch gedacht. Wenn es Christians Pille ist, warum hast du sie dann? Weil ich sie ihm abgenommen habe. Ich will nun mal nicht, dass er dieses Zeug nimmt. Glaubst du mir etwa nicht? Nicht wirklich. Du traust mir also wirklich zu, dass ich Drogen nehme? Wenn es Christians Pille ist, warum hast du sie nicht schon längst in den Mülleimer geschmissen? Vielleicht wollte ich sie ja gerade entsorgen. Du kannst dich gerne davon überzeugen. Ich mach mir Sorgen. Ich und Drogen, das ist echt der Hammer. Gute Nacht. Warum ziehst du eigentlich jeden Abend dieses blöde Nachthemd an, hm? Weil es dir so viel Spaß macht, es mir wieder auszuziehen. 7:30? Wo willst du denn so früh hin? Morgen ist doch wieder diese blöde Schwangerschaftsgymnastik. Ach ja. Gut, dann besuche ich Arno eben alleine. Ach, stimmt. Wir wollten ja ins Gefängnis. Dann lasse ich die Gymnastik sausen, okay? Nein, nein. Natascha braucht dich doch für diese... Hieß das Paarübung? Ja, Paarübung. Ich grüße Arno von dir. Ist das wirklich okay? Ja, natürlich. Ich find's klasse, dass du so viel Rücksicht auf Natascha nimmst. Sie braucht dich eben in diesem Kurs. Hast du dich für eine Studienrichtung entschieden? Nein, noch nicht. Ich überlege noch. Architektur finde ich ja ganz spannend, obwohl Modedesign liegt ja irgendwie in der Familie. Modedesign ist das Richtige. Deine Mutter würde sich sehr freuen. Merkst du was, Kathi? Christoph will dir unbedingt Architektur ausreden, damit du nachher nicht noch Friedenau umbaust. Ach, das stimmt doch gar nicht. So, dann hättest du also gar nichts dagegen, wenn ich ein bisschen am Ostflügel rumbastel. Offen gestanden wäre es mir lieber, wenn du dich auf Innenarchitektur spezialisieren würdest. Und nur dein eigenes Zimmer umgestaltest. Möglicherweise auch noch die Gästezimmer. Ich denk mal drüber nach. Ja? Verzeihung, haben Sie noch einen Wunsch? Danke, Christiane. Sie können sich zurückziehen. Ach, Christiane. Frau Schneider ist doch ausgegangen, oder? Ja. Wissen Sie zufälligerweise mit wem? Herr Kaufmann hat sie abgeholt. Ach was. Danke. Clarissas Mann ist wieder in Düsseldorf? Ja, seit gestern. Allerdings muss man demnächst wohl sagen, Ex-Mann. Er lässt sich von Clarissa scheiden. Mhm. Und zwischen ihm und Charlie tut sich irgendwas? Noch nicht. Aber Peter Kaufmann ist interessiert. Überaus interessiert sogar. Charlie hat mir erzählt, dass er ziemlich rangeht. Aha, und wie findet Charlie das? Naja, sie war heute beim Friseur. Ihr ahnt nicht, wen ich in der Stadt gesehen habe. Clarissa. Du machst dir ganz umsonst Sorgen. Millie ist viel zu vernünftig, um Drogen zu nehmen. Das sag ich mir ja auch dauernd. Aber trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl. Warum denn?
Dass sie Christian Toppe die Pille weggenommen hat, klingt doch ganz plausibel. Sicher, nur Millie ist im Moment mit ihrem Leben sehr unzufrieden. Deshalb greift man nicht automatisch zu Drogen. Gestern bin ich dazu gekommen, als sie sich mit Christian unterhalten hat. Millie will sich in nächster Zeit unbedingt amüsieren. Ja, das will doch jeder. Und gerade wenn man so jung ist. Aber dass sie vorhat, das ohne Drogen zu tun, das hat sie erst gesagt, als sie mich bemerkt hat. Erika, du reimst dir da was zusammen. Und wenn nicht? Grenze. Frontier, na klar. Hallo, Millie. Hi. Schreibst du heute eine Klausur? Ja, leider. Ich total vergessen. Kann ja nur noch hinten losgehen. Was ich denn von meiner Mutter zu hören bekomme, weiß ich jetzt schon. Ach, deiner Mutter sind doch gute Noten nicht so wichtig, oder? Eigentlich nicht. Aber seit neuestem hat sie den Spleen. Das darf man gar nicht sagen. Jetzt machst du mich aber neugierig. Sie vermutet, dass ich Ecstasy nehme. Du Ecstasy? Das stimmt doch nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Ich habe Christian eine Pille abgenommen und... Er hat immer noch nicht genug von dem Zeug. Auf jeden Fall hat meine Mutter die Pille bei mir gesehen, hat eins und eins zusammengezählt. Und drei rausbekommen. Genau. Es ist doch normal, dass bei deiner Mutter die Alarmglocken läuten, wenn sie dich mit Drogen in Verbindung bringt. Trotzdem sollte sie mir glauben. Red doch noch mal in aller Ruhe mit ihr darüber und... Nee, ich glaube, das ist eine bessere Idee. Guten Morgen. Morgen. Hast du schlecht geschlafen? Na, nicht besonders. Clarissa geht mir nicht aus dem Sinn. Lass uns doch einfach abwarten. Wenn sie es wirklich war, dann wird sie schon hier auftauchen. Guten Morgen. Morgen. Isabel, bist du dir wirklich sicher, dass es Clarissa war? Die Frau sah original so aus wie sie. Aber ich habe sie auch nur 5 Sekunden gesehen und das im Feierabend gedrängt. Was mich wundert, ist, dass du sie ausgerechnet dort gesehen hast. Clarissa ist gesellschaftlich unten durch. Die würde nie alleine über die Kühe bummeln. Ja, was soll sie denn sonst machen? Vielleicht im Wuppertal shoppen? Nein, aber wenn sie was braucht, würde sie irgendeine Boutique anrufen und sich was bringen lassen. Ja, das stimmt. Es wäre viel zu peinlich, wenn sie von alten Bekannten geschnitten würde. Mhm. Glaubst du nicht, sie steht da drüber? Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Aber in dem Moment war ich mir ziemlich sicher, dass sie es war. Ich finde, wir sollten bei der Polizei anrufen. Ich meine, die ganze Stadt weiß, dass Clarissa vermisst wird. Wenn sie jetzt einfach durch die City läuft, dann werden sich schon ein paar Leute im Präsidium melden. Das ist richtig. Christian arbeitet erst heute Abend. Mhm. Er kommt aber trotzdem gleich. Er will seinen Kalender holen. Den hat er vergessen. Okay, dann warte ich. Machst du mir einen Cappuccino? Ja, klar. Unsinnig, K.O. Eine Stunde Schwangerschaftsgymnastik? Ja, das ganze Dehnen und Strecken strengt halt an. Oh, du bist doch so eine Sportskanone. Ja, ich war aber auch noch nie schwanger. Ha, ha. Hey, Millie. Hallo. Machst du blau? Nein, mein Französischlehrer ist krank. Zum Glück. Wir hätten eigentlich eine Klausur geschrieben. Hm. Schwein gehabt. Setz euch doch. Hast du noch einen Moment Zeit? Ja, eigentlich nicht. Danke. Daniel, gut, dass du da bist. Mit der Zapfanlage ist was nicht okay. Ja, ich guck's mir eben an. Wenn du ständig mit Daniel rumhängst, kriegst du es nie auf die Reihe, ihn abzuhaken. Ach was. Es macht mir kaum noch was aus, mit Daniel und mit Gabriela zusammen zu sein. Ach nein? Ein bisschen eifersüchtig bin ich natürlich schon noch. Aber das wird immer besser. Und in 2 Wochen seid ihr beste Freundin. Warum nicht? Millie, ich habe doch keine Wahl. Ich muss mit beiden klarkommen. Du könntest ihnen aus dem Weg gehen. Unmöglich. Ich brauche Daniel. Ohne ihn packe ich das mit dem Kind nicht. Du bist sicher, dass du das aushältst? Ihn und Gabriela zusammen mit dem Kind zu sehen, wird ziemlich hart für dich. Wieso? Ist doch toll, wenn sich Gabriela auch mal drum kümmert. Wenn du meinst. Dass sich bisher noch niemand bei der Polizei gemeldet hat, muss ja nicht bedeuten, dass sie Isabel getäuscht hat. Christoph, Clarissa ist so prominent, dass sie nicht unerkannt durch die Stadt laufen kann. Die Medien berichten schon seit langem nichts mehr über ihr Verschwinden. Es kann doch sein, dass die Leute denken, dass sich das geklärt hat. Das ist doch gut möglich. Also, wie gehen wir vor? Du willst doch wohl nicht wirklich eine Suchaktion starten. Ich bin auch nicht scharf darauf, Clarissa wiederzusehen, das kannst du mir glauben. Aber ich will endlich Gewissheit. Ich auch. Aber es nervt mich, dass Clarissa uns schon wieder auf Trab hält. Am besten nehmen wir uns mal erstmal sämtliche Hotels vor. Irgendwo muss sie ja wohnen. Vielleicht ist sie auch bei Freunden. Aber nein.
Wer würde Clarissa heutzutage noch helfen? Keiner. Ich werde ein paar ihrer ehemaligen Freunde anrufen. Und ihr kümmert euch um die Hotels. Muss das sein? Keine Widerrede, ich will Klarheit. Okay, also, wir treffen uns dann gegen 17 Uhr an der Palaststraße, ja? Einverstanden. Falls noch was ist, hier reicht mich wie immer über mein Handy. Gut. Also, bis später. Ja? Hallo. Ach, ist das nicht ein herrlicher Tag? Herr Kaufmann, schön, dass Sie gekommen sind. Kein Problem. Was gibt es? Clarissa. Sie soll wieder in Düsseldorf sein. Mist. Und jetzt denkt meine Mutter, ich nehme Ecstasy. Dumm gelaufen. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Millie, du bist doch selbst schuld. Wenn du mir die Pille gelassen hättest, wäre das doch alles nicht passiert. Tolle Begründung. Und ich mache mir auch noch Sorgen um dich. Ja, ich habe dich nicht gebeten, dich in mein Leben einzumischen. Ich tu's aber trotzdem. Weil du mir eben wichtig bist, Christian. Sehr wichtig sogar. Und ich will nicht, dass du dich kaputt machst. Und? Ist der Dienstplan so okay für dich? Ja, klasse. Aber hier am Samstag hätte ich gerne ganz frei. Geht es? Ja, ist kein Problem. Den Dienst kann ich übernehmen. Alles klar. Danke. Jetzt hör mal zu, Millie. Es ist ja ganz nett, dass du dir so Gedanken um mich machst. Aber deine Drogen sind nicht gut. Sprüche, die nerven mich ohne Ende. Mein Gott, ich will mir doch nur ein paar nette Abende machen. Okay, dann dröhn dich meinetwegen zu, wenn du willst. Aber komm später nicht zu mir angekrochen, wenn es dir dreckig geht. Bestimmt nicht. Und können wir jetzt mal das Thema wechseln? Nein. Pack deine Sachen. Wenn du mich jetzt zu irgendeiner Suchtberatung schleppen willst, vergiss es. Wir gehen zu mir nach Hause. Wenn du meiner Mutter die Geschichte bestätigst, glaubt sie mir hoffentlich, dass ich mit Ecstasy nichts zu tun habe. Ich soll deiner Mutter erzählen, warum du eine Pille in der Tasche hattest? Allerdings. Na toll. Wenn das wirklich Clarissa war, dann müssen wir uns auf einiges gefasst machen. Ohne einen ausgefeilten Racheplan würde die sich nicht zurücktrauen. Vielleicht hat sie sich ja verändert. Vielleicht ist sie eher deine Scheibe. Trotzdem wäre ich sehr erleichtert, wenn wir Selbstmord endlich ausschließen könnten. Ja, ich auch. Trotzdem hätte mir eine Postkarte aus Australien als Lebenszeichen gereicht. Dass ihr Mann wieder da ist, wird ihr garantiert nicht in den Kram passen. Und Peter kann auf ein Wiedersehen mit ihr garantiert auch verzichten. Peter? War's schön gestern? Woher wisst ihr... Und? Wusste die Polizei was über Clarissa? Nichts. Fehlanzeige. Clarissa wird dir garantiert heimzahlen, dass du sie als Bigamistin entlarvt hast. Das war die Blamage ihres Lebens. Ich bin früher mit ihr fertig geworden. Dann will ich das jetzt auch schaffen. Sie ist übrigens wieder fantastisch aus. Findest du? Ach, Charlene, fällt dir spontan jemand ein, bei dem sich Clarissa hätte einquartieren können? Geschäftspartner, alte Freunde oder so? Nein, auf die Schnelle fällt mir niemand ein. Aber ich glaube auch nicht, dass sie irgendwo unterkriecht. Das ist sie zu stolz. Ich tippe auch eher auf ein Hotel. Das überprüft Herr Roloff gerade. Es lässt dir einfach keine Ruhe, was? Schönen Tag noch. Hi. Hey, was strahlst du denn so? Arno wird auf Kaution freigelassen. Ja, das ist natürlich ein Grund. Du, die haben sie aber echt nicht mal alle. Er muss 5 Millionen hinterlegen. Hat Arno denn überhaupt so viel Geld? Nein, aber der Graf von Anstetten. Machst du mir eine Cola? Ja, klar. Und, wie war die Schwangerschaftsgymnastik? Ziemlich anstrengend. Heißt das, dass du jetzt absolut kaputt bist? Ja. Schade. Wir haben nämlich nur noch heute sturmfreie Bühne. Aha. Dann kannst du ja mal versuchen, mich wieder fit zu kriegen, ja? Das werde ich versuchen. Sorry. Aber ich verdurste langsam. Ja, was bekamst du noch mal? Ein Wasser. Bring ich dir sofort. Und wir machen dann später weiter, ja? Natürlich. Oh, hi Natascha. Hallo. Willst du verreisen? Nein, in den Waschsalon. Die Tasche sieht ja tierisch schwer aus. Soll ich dir beim Tragen helfen? Ach, ich weiß nicht. Obwohl, wasch doch einfach bei uns. Daniel könnte dich nach seiner Schicht mitnehmen. Oh, lass mal, ich komm schon allein klar. Hey, jetzt stell dich mal nicht so an. Stundenlang im Waschsalon rumzuhocken ist doch total öde. Ich will euch doch nicht den Abend verderben. Ihr habt bestimmt schon was vor. Das kann man auch verschieben. Oder Daniel, ist doch nicht schlimm, wenn sie bei uns wäscht. Nö, wenn du nichts dagegen hast. Nein. Ja, dann vielen Dank.
Hast du mal eine Sekunde? Ja, sicher. Ich muss auch mit dir reden. Hallo, Frau Sander. Na los. Frau Sander, es ist so, wie Millie es Ihnen erzählt hat. Die Pille war von mir und sie will nicht, dass ich das Zeug nehme und hat sie mir deswegen weggenommen. Dann muss ich mich wohl entschuldigen. Tut mir leid, Millie. Schon gut. Kann ich dann gehen? Ja, wenn du willst. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen, Frau Sander. Wiedersehen. Alles klar jetzt? Ich hätte dir von Anfang an glauben sollen. Das finde ich auch. Es ist nur dein Verhalten. Du bist in letzter Zeit so merkwürdig. Es kann sein, dass ich mich seit der Trennung von Uli verändert habe, aber das hat nichts mit Drogen zu tun. Ist angekommen. Dann ist ja gut. Also, bis später. Kommst du zum Abendessen? Mal sehen. Und? Hatten Sie Erfolg? Sie ist in keinem Hotel abgestiegen. Zumindest hat sie keiner gesehen oder erkannt. Also allmählich glaube ich, Isabel bildet sich die ganze Geschichte nur ein. Wollen Sie die Suche wirklich abblasen? Am liebsten schon. Ist sie das nicht? Verdammt. Können Sie sich das Kennzeichen merken? D für Düsseldorf. Mehr konnte ich nicht erkennen. Immerhin wissen wir, dass Isabel sich nicht getäuscht hat. Clarissa ist tatsächlich wieder hier. Daniel? Du, ich krieg irgendwie den Trockner nicht in Gang. Kannst du mal... Henning Harnisch zunächst noch auf der Bank bleiben. Seine linke Wurfhand ist genäht worden, aber es kann wohl gleich weitergehen für ihn. Zunächst aber... Andere, die weiß und dunkelblau. Natascha, sag mal, spinnst du? Was soll das? Wieso küsst du mich? Ich dachte, es wäre alles klar zwischen uns. Ist es doch auch. Warum tust du dann sowas? Ich konnte einfach nicht anders. Ich liebe dich eben immer noch. Tut mir leid. Ich wünschte auch, es wäre anders. Guten Abend, Erika. Hallo, guten Abend. Trinkst du Glas Bier? Nein, danke. Ich muss gleich wieder ins Bistro. Ich habe nur eine Frage. Ja? Hast du schon ein Umzugsunternehmen beauftragt? Nein, warum? Ein Stammkunde von mir macht Umzüge und der würde dir einen sehr guten Preis machen. Willst du seine Karte? Ja, das ist nett von dir, dass du an mich gedacht hast. Ja, gern geschehen. Ruf gleich an. Du, einen winzigen Schluck würde ich vielleicht doch mittrinken. Den Gästen beim Schlürfen zuzugucken macht nämlich Durst. Das kann ich mir denken. Ist Millie schon wieder unterwegs? Mhm. Scheint sich zu einer Art Dauerzustand zu entwickeln. Ach, mach dir keine Sorgen. Die ist sicherlich mit Freunden in einer Kneipe und sie trinken ein Glas Wein, so wie wir. Wahrscheinlich. Das ist alles. Mein Verdacht, dass sie Drogen nimmt, war völlig falsch. Hast du noch mal mit ihr gesprochen? Christian war hier. Er hat mir bestätigt, dass es seine Ecstasy-Pille war. Aber so richtig beruhigt wirkst du nicht. Glaubst du, dass Millie ihn gebeten hat, für sie zu lügen? Nein, stimmt nicht. Ich ärgere mich nur, dass ich ihr nicht vertraut habe. Danke. Unser Verhältnis hat jetzt bestimmt einen Knacks. Ach was, Mütter machen sich eben Sorgen. Das muss Millie verstehen und das wird sie auch. Sie war vorhin sehr abweisend zu mir. Das gibt sich wieder. Hoffentlich. Alles okay mit deiner Mutter? Sie glaubt mir jetzt. Ich wollte dich nicht in so eine blöde Situation bringen. Und was ich vorhin gesagt habe, dass du nervst und so, das war nicht so gemeint. Schon vergessen. Weißt du was? Ich spendiere dir was. Du hast freie Auswahl. Oh, dann mix mir mal den teuersten Cocktail, den ihr habt.
Das war ja klar, dass du das ausnutzen musst. Nach dem Stress, den ich wegen dir hatte, habe ich den Drink ja wohl verdient, oder? Ah, Natascha, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Oh, nicht heute, ja. Hast du geheult? Nein. Das macht mir nichts vor. Was ist denn passiert? Ich habe... Daniel. Ich habe ihn geküsst. Und dann? Nichts dann. Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wie hat er reagiert? Ja, wie wohl? Er liebt nun mal Gabriella und nicht mich. Gabriella ist so freundlich zu mir und ich, blöde Kuh, knutsch ihren Freund ab. Und wenn Daniel es ihr erzählt? Dann ist unser gutes Dreierverhältnis im Eimer, ich weiß. Millie, ich wünschte, ich könnte das alles rückgängig machen. Ehrlich gesagt, ich habe irgendwie geahnt, dass sowas irgendwann passiert. So wie ihr zusammen rumhängt. Ich war mir so sicher, dass ich meine Gefühle in den Griff kriegen würde. Was mache ich denn jetzt? Auf Abstand gehen wäre das Beste. Unmöglich. Ich brauche Daniels Unterstützung. Aber so geht das doch auch nicht weiter. Du machst dich doch nur selbst fertig. Es war Clarissa. Die Frau sah ihr wirklich ähnlich. Das Gesicht haben wir allerdings nicht gesehen. Die Frisur, der Gang, die Größe, die Art, die Handtasche zu schwenken. Du hättest es sehen sollen, das war sie. Zigarille und Limousine passen auch. Ja, das stimmt schon, aber... Sie war es, ganz eindeutig. Jetzt hast du deine Klarheit. Die Frau da hinten. Ist sie das nicht? Ja, dann werde ich Clarissa mal guten Tag sagen. Feuer, Clarissa. Ja? Ich war total unsensibel vorhin. Es tut mir leid. Du musst dich doch nicht entschuldigen. Ich habe mich nicht an unsere Abmachung gehalten. Und... werde ich auch in Zukunft nicht schaffen. Wie bitte? Ich mag dich einfach immer noch total gern, Daniel. Deswegen komme ich auch mit dieser Freundschaftstour nicht zurecht. Ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich dich mit Gabriella sehe. Dass das noch so schlimm für dich ist. Natürlich ist es das. Und deshalb werde ich jetzt auch das tun, was ich von Anfang an hätte machen sollen. Abhauen. Abhauen? Ja. Ich ziehe in eine andere Stadt. Sonst komme ich nie von hier los. Jetzt häng deinen Ausrutscher doch nicht so hoch. Daniel, ich kann nicht mehr. Ich habe doch alles versucht. Es hat nichts gebracht. Ich ziehe weg und Schluss. Aber das Kind. Wie willst du das allein schaffen? Ich überlasse dir das Sorgerecht. Dann kannst du es mit Gabriella großziehen.